Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 9.01.2020. Und unser DAX hat hier die regelrechte Kursrakete gezündet. Ne, den hat es richtig oben aus der Stratosphäre rausgeschlagen. Wir sind noch nicht ganz im Universum angekommen. To the Moon sind wir noch nicht. Aber das ist schon eine starke Leistung gewesen, was wir hier gesehen haben. Wenn wir, es sind nicht mal die einzigen Raketen, die hier relevant waren jetzt am Mittwoch, wenn wir mal so schauen und mal erstmal alle Nachrichten außen vor lassen, hatten wir gesagt, das sah ein bisschen wackelig aus. Hatten auch gesagt, dass insbesondere die Amerikaner da aussahen, wie als würden sie ein bisschen Nacht-Action machen wollen, wie als hätten sie da noch was vor, so wie die sich nach unten reingelegt hatten. Hatten dann gesagt, der DAX hätte hier eine gute Unterstützungszone um die 1,30 rum, da hätte aber grundsätzlich auch Puffer bis hier unten, um sich hier noch zu fangen, um sich hier nach oben aufzudrehen, um die Route noch fortzuführen, um die 13.400 hier zu erreichen. Das war letztendlich die primäre Analyse. Wenn wir jetzt dagegen legen, was passiert ist und vor allen Dingen, was wir auch noch hier besprochen hatten, ne? Wir hatten hier gesagt, man muss aber im Hinterkopf behalten, dass diese Bewegung von der Charakteristik durchaus häufig und auch üblicherweise dann nochmal so ein Strang, wie er hier gekommen ist, eben kerzengerade nach unten wegdrückt, halt, ne? Richtig, richtig, richtig kräftig nach unten wegdrückt und wenn Sie den Dow Jones gesehen haben, kurz nachdem ich mein Video eingesprochen hatte, beziehungsweise grundsätzlich, der DAX, der ist ja mitgegangen, ne? Das war, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich mit dem Video fertig war. Da kam ja direkt der erste Schlag gleich nach unten rein und dann zog es den Rest hinterher. Entschuldigen mal den Dow Jones. Wo ist er denn? Ich sehe nicht. Wall Street heißt er. Da oben ist er. Ne, wenn man das jetzt mal hier so vorhält, das war ja die Analyse von gestern, wo man gesagt hat, was der DAX ganz typisch, oder was typisch nicht primär für den DAX ist, aber was typisch am Markt ist, ist, dass man eben nach so einer Bewegung dann 61% genau anläuft und dann aber nochmal so eine zweite Bewegung wegdrückt, genau gleichen Ausmaß. Ne? Sie erinnern sich, wir haben da Ziele gesucht hier unten, unterhalb von der 12.900 sogar. Wenn wir schauen, was der Dow Jones gemacht hat, hat er nämlich dieses Muster ganz genau angenommen. Also der hat das quasi fortgeführt, was unser DAX hier machen soll. Das heißt, er hat von der Korrektur oben dann nochmal diese Bewegung. Sie sehen das, ne? Also ich ziehe hier von hier oben, hier unten. Das sind quasi jetzt 100%, wenn ich die als Maßstab nehme über eine Projektion und die an dem hoch anlege. Hier, ich habe es jetzt nicht ganz oben getroffen. Sehen Sie, der hat genau hier unten das gemacht. Und alle, die bei mir in Seminaren mit sind, die kennen insbesondere so eine Situation hier unten auch. Ich war zum Glück noch wach, konnte mir hier auch einen Dow Jones im Long mal reinlegen selber. Und das war schon cool. Ne? Wenn man sieht, wie der sich dann rausgedreht hat und wenn man jetzt noch schaut, was der DAX dann rausgemacht hat im regulären Handel, das ist schon aufwärts. Also das ist schon eine starke Ansage gewesen halt. Ne? Man hat komplett unten dieses politische Risiko vollkommen rausgenommen. Der Dow Jones hat sich da sowas von ausgepowert gehabt. Der DAX ist ja über Nacht auch mitgegangen. Interessanterweise aber in diesen außerbörslichen Indikationen. Können wir mal gucken hier. Ich habe ja hier eine Kursstellung von IG, die machen das auch. Der Future, der richtige Future im DAX, der handelt erst ab 1 Uhr wieder. So, und wenn Sie mal gucken, was im Markt passiert ist, in der Zeit, wo der ausgesetzt wird, bis 1 Uhr, ist das nämlich ganz schön fies gewesen halt. Ne? Wenn man hier das mal hier rannimmt, das ist jetzt der, genau, ich habe mir nämlich hier diesen 5-Euro-Mini, habe ich mir umprogrammiert, dass der durchläuft und der andere 8 bis 22 Uhr anzeigt. Und da sehen Sie nämlich, wie tief der DAX hier drin war. Ne? Dieses ganze Geschlenkel hier 23, 24 Uhr. Und dann kam erst 1 Uhr. Letztendlich hier kam die Eröffnung halt. Ne? Und das ist schon krass gewesen. Also diesen Schlenker hat man sich ersparen können, wenn man hier Handelszeiten von 8 bis 22 Uhr gehabt hat oder gar nur Xetra gehandelt hat, dann war es noch weniger dramatisch eigentlich gewesen und dann komplett ignoriert und richtig durchgezogen. Und das sind häufig so eine Tage, ne? Ich habe das heute auch irgendwo mal rumgezeigt gehabt. Finde ich das für Sie? Ich kann Ihnen das mal raussuchen. Warten Sie mal, das habe ich hier irgendwo im WhatsApp-Verlauf noch drin, ne? Warten Sie mal kurz. So, da, was Sie hier sehen, ist der Dow Jones, das ist Tagesschart, 2003, als die Amerikaner den Irakkrieg begonnen haben. Übrigens auf eine ähnliche Art und Weise. Ne? Die hatten damals ja hatten denen ja ein Ultimatum gesetzt, dass sie den Kollegen da ausliefern und das haben die nicht gemacht und dann haben die Amerikaner einfach da angefangen mit Raketen zu schießen
und quasi dann den Krieg ausgelöst. Und das war hier an dieser grünen Kerze, an der zweiten hier. Also nicht die erste, die zweite, das war der Tag, an dem der Krieg begonnen wurde und dann entsprechend hochgegangen ist. Ja, also über die letzten Tage und hier hinten war dann der Krieg beendet worden. Das sieht man eigentlich mal, wie wenig sowas einen Markt auch kalt lassen kann. Ne? So. Und ja, letztendlich haben wir jetzt hier das stehen. Wir haben eine brutale, starke Aufwärtskerze stehen. Wichtig ist aber auch, wir haben die Zonen unten gehalten. Wir haben das Target drin. Das heißt, dass die Pfeile, die wir jetzt hier erstmal drin haben, die sind soweit erstmal abgearbeitet. Ich werde das jetzt hier sogar mal rausnehmen. Den schiebt man hier irgendwie noch ein bisschen. Weiter kriegen wir den mal dann nach links geschoben. Bestimmt noch weiter nach links geschoben. Dann können wir das hier ein bisschen rausnehmen. Und jetzt für den Folgetag nehme ich mal gucken. Kriegen wir das noch ein bisschen ran hier. Wir brauchen Platz zum Malen jetzt hier. Für den neuen. Brauchen für den, jetzt. Wir haben jetzt Donnerstag. Wir sind sehr, sehr hoch. Wir sind sehr überkauft gewesen. Wir haben in den letzten Handelsminuten deutlich nach unten gedrückt und wir haben hier oben noch ein offenes Gap. Das heißt, wir haben jetzt viele, viele schöne, interessante Punkte zum Donnerstag, die interessant werden könnten. Wenn Sie aber mal so auf die, sag ich mal, Indikatorenlinien schauen, die alle bei mir so im Chart rumschwören, sehen Sie, dass sich die alle so ein bisschen hier um die 240 formieren. Ich möchte nicht sagen, dass der Markt jetzt bis 240 zum Donnerstag zurückkommt. Aber ausschließen wird sich das jetzt nicht wollen. Ne? Auch so schön, wie er sich jetzt hier oben von diesem Hoch weggedrückt hat. Ich glaube, da ist, der hat die letzten 10 Minuten nach runter gezuckt jetzt. Ich glaube, der hat vorher alles rausgehauen, was irgendwie hier Short drin stand. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch jemand überlebt hat. Das waren ja fast, also wenn man das auch von der Nacht ansieht, das waren ja fast 500 Punkte, 450 Punkte, 400 Punkte. Wo waren wir denn in der Nacht? Waren wir unter 13? Klar, wir waren doch sogar hier unten irgendwo gewesen, ne? Der war da sogar unter der 13, ne? Der war da unter der 13. Ist ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, wir haben richtig viel Bewegung gesehen, richtig viel, wenig Platz gelassen, für Fehler. Ne, das heißt, wer sich hier gegen den Trend gestellt hat, der hat das richtig ausbluten müssen. Und damit ist die Bewegung für mich jetzt so erstmal in Ordnung. Das heißt, hier könnte es sein, dass jetzt noch eine Erholungsbewegung reinkommt, bevor dann noch eine weitere Welle kommt. Platz würde ich der, wie gesagt, schon geben. Wir haben Unterstützung im Bereich um 300. Wir haben Unterstützung um die 280. Ich würde aber schon, das sieht so verlockend aus, hier eher auf die 250 dann spielen und sagen, dass man dann einfach mal, dass man einfach die 250 hier mal mit einplanen sollte. Ne, 250, 245, 235, das ist jetzt so ein schöner Punkt, wo der Markt noch mal reingehen könnte und sich dann wieder nach oben Stück für Stück rauskleckern könnte. Na, also vielleicht auch nicht ganz so schnell, vielleicht auch ein bisschen langsamer. So, dann hätten wir auf der Oberseite, ich glaube, der kann sich von hier auch neue Hochs gönnen, auf jeden Fall dieses Gap Close. Und ich denke aber, dass er dann auch drüber läuft und hier in diese 35, 4, 85 rüber geht. Wenn wir jetzt auf den Tagesschart gehen, müssen wir aber sagen, wir müssen da oben höllisch aufpassen. Das sind nämlich jetzt eigentlich keine Short-Marken, das sind jetzt Long-Ziele. Das heißt, wenn der Markt hier jetzt über die Hochs geht, wenn der Markt über die 400, wir machen das auch gleich so. Kommen Sie, da haben wir nicht lange. Müssen wir nicht lange rumfackeln. Wobei, nee, ich möchte es weglassen. Das ist hier, das ist sehr Fehlsignal verdächtig. Ne? Also, ich glaube, wenn der DAX direkt hier drüber startet, über die 400, ich glaube, das würde man ihm erstmal abverkaufen unter die 360. Der wird hier drüber, dann unter die 360 und dann hier hoch. Da möchte ich jetzt keinen Long-Trigger hinhauen, den kriegen sie nur um die Ohren geflogen. Das wird nicht klappen. Weil das ist so offensichtlich jetzt auch die Bewegung. So, also wir haben auf jeden Fall dann hier oben das nächste Ziel bei 5,32, bei 4,85. Die beiden fände ich hier ganz nett, irgendwie hier so in die Zone rein. Es muss noch nicht ganz genau die 4,35 sein, wenn er hier oben weiter vorarbeitet. Ne? Deswegen würde ich dem DAX eine Spanne geben zum Donnerstag zwischen 5,30 und 2,35, 2,45. Ne, das ist ein interessanter Rücklaufbereich. Sollte der nicht halten, wäre dann hier erst bei 1,90 nochmal mit einer Unterstützung zu rechnen. Und dann müsste man schauen, wie sich das erstmal weiterentwickelt. Ich persönlich würde den jetzt erstmal ein bisschen distanzierter nehmen wollen zum Donnerstag. Also ich persönlich wäre nicht viel machen wollen. Wir haben auch mit unserer Elisa hier jetzt sie eigentlich ja,
heute, also Mittwoch und Dienstag, unsere Punkte rausgekriegt. Die hat es an beiden Tagen getroffen gehabt. Also ich werde zum Donnerstag jetzt hier eher mehr Piano machen, zurückgehen. Grundsätzlich sollte man aber wissen und das im Hinterkopf haben, und da kommen wir auch gleich dazu, wenn wir in den Tagesschart reingucken, dass wir jetzt natürlich jetzt hier bei 5, also alles, was hier über 400 geht, das sind nicht wirklich mehr Short-Marken, weil der Markt sich echt hier rausdrücken kann. Und da nehmen Sie ruhig nochmal vor Augen, was ich hier im Dow Jones gezeigt hatte. Ne, das kann auch bei den Amerikanern sowas in die Richtung werden. Ne, durchaus. Da, die haben jetzt keinen Krieg angefangen da unten. Aber von den Kerzen, wie die sich rausgestellt haben, von dem Überraschungsmoment, der da war, und das ist das Entscheidende. Ne? Viele haben sich bestimmt abgesichert, die haben gesagt, oh Gott, Irak, da warten wir erstmal ab, warten wir einfach, lassen wir mal an den Tag machen, gucken uns das mal morgen an. Dann wissen Sie, was die jetzt für ein Problem haben. Die stehen jetzt hier ein paar hundert Punkte an einer anderen Stelle halt, ne? So, und die müssen jetzt auf sehr hohem Niveau, müssen die wieder einsteigen. Das bringt alles hier jetzt ein bisschen Reibung rein. Ich glaube, der wird deswegen, der könnte ganz schön fies werden, der Donnerstag. Ich plane so ein, dass wir hier ein bisschen hin und her springen können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir über die 400 starten, dann direkt zurück und dann uns irgendwie so aufschaukeln, vielleicht sogar mehrfach die Stationen anlaufen. Die 300, die 327 können Sie sich mal auf den Zettel nehmen, die 327 von oben jetzt auch eine schöne Unterstützung. Und dann eben der Bereich 283 und dann hier das so 255, 235. Also, ich glaube, wenn er nach unten kommt, ich würde jetzt erstmal hier auch ein bisschen was Grünes dann abwarten wollen, um zu sehen, wo er sich wieder hochdreht. Ne, nicht, dass er die nächste Überraschung bringt, weil diese Bewegung, so gleich wie die aussieht, ne, dieses A, B, C, ich will es nicht als A, B, C bezeichnen, ne, aber es sind wirklich fast identische Wellen, also die sowohl vom Steigungswinkel, das sieht aus wie ein Parallelogramm, ne? Also auch vom Anstiegswinkel, und eine dreiwellige Bewegung ist eher nur ein Zwischenstep in der Korrektur. Und ja, da, wenn man das so auslegt, müsste man jetzt sagen, dass man hier, warten Sie mal kurz, dass man hier jetzt vielleicht einfach auch sowas sehen kann. Ne? Der hat jetzt hier eine ABC gemacht, dann macht er jetzt hier noch eine. Und dann macht er erst die nächste Woche. Ne, das heißt, es kann schon sein, dass er sich jetzt über Donnerstag, dass er sich über Donnerstag, Freitag, Montag hier durchaus jetzt seitwärts einfach runterschiebt halt, ne? Weil hier jetzt alle rein müssen, die unten raus sind oder die sich unten zurückgezogen haben, die jetzt sagen, naja, bei der grünen Tageskerze muss ich kaufen. Ich persönlich bin jetzt eher anders orientiert. Ich würde jetzt sagen, ich möchte mir jetzt den Donnerstag erstmal angucken halt, ne? Nächste Woche ist auch Verfallswoche. Also ich finde, es ist eine interessante Konstellation. Wichtige Marken sind 3,27, sind hier der Bereich um 2,85, und hier unten, das ist meine Lieblingszone für den Donnerstag, die 2,55 bis 2,35. Da könnte ich mir auch selber vorstellen, trotz dass ich sage, ich möchte mich hier zurücknehmen, dass ich da vielleicht was probiere. Und ansonsten oben nicht als Short-Marken zwingend verstehen, auch wenn ich glaube, dass sie nach unten reagieren und auch, dass sie deutlich reagieren, würde ich es für richtiger halten, wenn man, wenn erkennbar wird, dass der Markt nach oben raustreibt und eine schöne grüne Stundenschlusskerzen stellt, dass man versucht, auf die Ziele dann hinzutraden. Ne? Dass man sagt, okay, ich löse dann hier einen Teilverkauf aus oder ganz die Position auf, versucht den Rest noch bis hier zu halten, dass man so agiert halt. Ne? Ja, weil, und das sehen wir jetzt im Tageschart, damit mache ich den jetzt hier zu, und das sehen wir im Tageschart, der ist halt, das ist eine brutal krasse Kerze, die der hier rausgestellt hat, ne? Die hat so Charakter von so einer Kerze hier, ne? Das sind so impulsgebende Kerzen, auch sowas hier, das ist auch so eine impulsgebende Kerze. Hier haben wir eine impulsgebende Kerze, eine kleine, aber auch die, man muss aber auch sagen, wir hatten hier schon mal eine stehen, die kam nämlich am 1. Am 2.1. hier kam auch so eine Impulskerze. Die hat es völlig zerlegt gehabt. Kam nun Irakkrieg dazwischen, beziehungsweise ein bisschen Bombardement. Aber man probiert das jetzt nochmal. Das ist wieder eine Impulskerze. Und von daher würde ich jetzt im Tageschart eher sagen, Long Trigger mal im Auge behalten. Ne? Und der zeigt hier nicht Richtung 13.532. Der zeigt hier echt über die 13.000 hinaus. Oben an den Channel dran. Ne, und dann Richtung 800. Also, den sollte man jetzt ernst nehmen. Und diesen Rücksetzer, der da drin steht, der muss dann nicht kommen.
Na, haben wir da so einen Rücksetzer da drinne? Der muss da nicht kommen. Ach Mensch. So, und da sehen Sie auch, wie schön der sich hier dran orientiert am Trigger. Also der nächste, der dann da drüber geht. Ich glaube, da gönnt er sich mal hier oben die Kante. Und dann geht's los hier halt, ne? Dann sind wir wieder im Monatschart auf unserer Route, die dann hier bis 14.300 hat man, glaube ich, oder was war unser Ziel gewesen? Jetzt mal noch mal ein bisschen vor Augen holen. Wir haben jetzt hier das obere Band, haben wir erstmal bei 6.10 und dann geht es los. Hier 14.230 bis, ich hatte ja gesagt, ich rechne eher mehr im März dann damit, dass wir da oben reinschlagen. 14.430, 14.470. Das waren ja unsere Ziele aus der Jahresanalyse gewesen. Genau. Genau. Also, wenn der nach oben geht, da ist noch Platz genug. Ne? Und deswegen meine Meinung, meine Empfehlung hier vielleicht eher. So würde ich zumindest machen, dass man dann versucht, wenn er weiter steigt, eben versucht, long auf die Ziele hinzutraden, die nicht zwingend als Short nimmt, weil es ist kein Short-Markt dann einfach, das ist einfach so. Und ansonsten ich bin jetzt gespannt, wie der reinkommt. Na, drückt er sich jetzt hier nach unten, langsam korrigiert er runter, wird das hier sehr interessant, kommt er hier nicht weg, dann wird er uns diese, was ich vorhin gezeigt habe, diese dreiteilige Korrektur bis hier runter machen, bis in die 190. Können wir ja vielleicht mal hier den Pfeil schon ein bisschen Richtung Montag reinzeichnen. Nun, das ist durchaus eine legitime Option, eben weil diese Bewegungswellen hier so gleich sind. Und damit haben wir es doch eigentlich schön abgedeckt, ne? Gut, okay, dann hoffe ich wirklich, dass die am Mittwoch gut weggekommen sind, dass sie sich mit dem Trend orientieren konnten, nicht brutal dagegen gehauen haben. Ansonsten sowas kann man heilen. Ja, ich kann das nur immer wieder sagen. Ja, sowas gucken wir uns auch immer bei den Seminaren an. Das muss man auch sehen. Ne? Also es darf dann nicht sein, dass sie dann am Tagesende sagen, na, warum habe ich denn die ganze Zeit geschortet? Also das Auge, das muss man dafür haben, wenn man mit echtem Geld tradet. Das ist einfach so. Das ist wie als kaufe ich mir einen Ferrari, fahre mit einem Ferrari rum und habe noch nie habe noch nie Fahrschule gemacht. Ne? Also das sind so elementare Grundkenntnisse, das muss einfach sitzen. Ne, und wenn der Markt eben dann hier so rüberdreht und rausdrückt und unten diese Signale gar nicht bestätigt, diese Angst, diese Panik, die auch da ist dann halt, ne, politischerseits, dann muss man sich dessen bewusst machen, dass der Markt eben hier so rausdrücken kann. Und wir haben das auch in Premium-Dienstmäßig die ganze Zeit immer wieder auch geschrieben, der kann da oben halt wirklich rausdrücken. Ne, ich glaube, unser Ziel war bei, was war es denn? 3, doch, 3,20. 3,20 hatten wir als Ziel und haben dann gesagt, also ich bin davon ausgegangen, dass sie hier zur Seite schwenkt, haben wir gesagt, sind auch noch möglich hier 400, jetzt 3,60, 400 und sogar der Gap Close, wobei wir da gesagt haben, der ist sicher noch nicht zum Mittwoch. Aber man muss halt diese Denkart, man muss sich dann schon umgedreht kriegen auch. Das ist wichtig, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Na, gut, alles klar. Ja, dann habe ich Ihnen jetzt alles gesagt, was ich Ihnen sagen kann. Mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ich wünsche Ihnen dann einen erfolgreichen Donnerstag. Drücke Ihnen die Daumen, dass Sie was rausgekriegt haben. Die besonders viel auf die Nase gekriegt haben zum Mittwoch, die sollten Piano machen. Nicht versuchen, mit einer Hauruck-Aktion die Verlust rauszuholen aus dem Mittwoch. Das klappt nicht. Das klappt in der Regel nie. Wird bloß immer schlimmer dann in den meisten Fällen. Aber auch an die Botschaft, die besonders gute Gewinne gehabt haben, auch mal einen Tag Pause machen. Ne, also ich persönlich habe früher immer nach Tagen, wo ich richtig, richtig gut war, und ich muss sagen, der Tag war gut. Ne, auch durch dieses durch den Dow Jones Trader, da war das richtige Feeling da drin in der Bewegung. Da muss man Pause machen dann. Ne, also wenn ich mich zurückerinnere, ich habe nach guten Tagen in der Regel meist früher immer sogar noch mehr verloren am Folgetag, als ich an den richtig, richtig guten Tagen gewonnen habe. Ne, und das kann man relativ leicht aushebeln, dieses Prinzip und diese Schwäche, diesen Fehler, diesen menschlichen Fehler, den man da hat im Kopf, indem man einfach nach richtig guten Tagen auch mal ein, zwei Tage Pause macht. Ne? Gut, okay, jetzt bin ich durch. Ich wünsche maximale Erfolge. Wir hören uns morgen. Ciao.